Eine Hysteroskopie ist eine Gebärmutterspiegelung, bei der die Gebärmutter mit Flüssigkeit gefüllt wird und der Arzt mit einer Kamera in die Gebärmutterhöhle schaut. Hier kann er alle Wände der Gebärmutterschleimhaut gut beurteilen. Während diesen Eingriffs können unter Umständen Proben entnommen werden oder Befunde entfernt werden. Es ist nicht immer notwendig, diesen Eingriff in Narkose durchzuführen. Er kann auch in einer leichten Sedierung durchgeführt werden.